Servus Leute, was geht? Heute gibt es mich mal in eine andere Perspektive zu sehen, weil ich habe leider schon mehr mein Ding kaputt gegangen, dieses Stativ, wo ich hier benutze fürs Auto eigentlich. Ich habe es jetzt irgendwie anders festgemacht und ja, ich muss euch ein bisschen was erzählen, weil es kam jetzt schon seit einer Woche kein Flohmarkt-Video, eben aus dem Grund, letzte Woche war ich am Sonntag auf dem Flohmarkt hinter Stuttgart. Ich bin, glaube ich, mit meinem Kollegen, wir sind 2 Stunden gefahren. 200 Kilometer war es rum, dann dort haben wir die Flohmärkte abgeklappert, dann wieder zurück 200 Kilometer, also wir haben 500 Kilometer verpulvert und ich muss sagen, ich habe nichts gefunden, also gar nichts, es war reine Händler fast nur auf allen Flohmärkten. Ich habe auf einem Flohmarkt eine Kollegin getroffen, da habe ich ein Spiel bekommen für einen Zehner, das werde ich euch dann nachher zeigen. Ja, und dann war ich halt, Samstag war ich auf dem Flohmarkt hier und das war halt hier auch extrem, da konnte ich natürlich erst mittags gehen und da haben schon alle abgebaut, es waren noch vielleicht 3 Stände da, da gab es leider auch nichts. Und gestern am Sonntag konnte ich leider nicht, da ich einen Kollegen nach Freiburg gefahren habe, weil der da wohnt. Und ja, unterwegs gab es auch keine Flohmärkte, aber dafür mache ich jetzt einen Pickup. Aber bevor ich den Pickup mache, gehe ich jetzt zum Mediamarkt und da nehme ich euch mit rein. Ich gehe mir jetzt da 1-2 Spiele kaufen und ja. Es hat sich ein bisschen was verändert. Auf dem Flohmarkt, wo ich letzte Woche war, hat eine Frau eine Switch gehabt für 200 Euro. Und ich dachte mir die ganze Zeit, ah, soll ich die jetzt nehmen oder nicht? Da vom Flohmarkt 200 Euro ist eigentlich ein guter Preis, würde ich sagen. Aber wiederum kriege ich ja auch mit Garantie, wenn ich irgendwo anders kaufe. Inzwischen gibt es ja schon bei ein paar Anbietern, dass du eine Switch für 210,99 kriegst. Was natürlich auch übel geil ist. Ich gehe aber jetzt nachher was abholen, was richtig cool ist. Es ist eine Collectors Special Edition von der Switch. Also es ist eine Edition. Was für eine Design wird, werdet ihr nachher sehen. Ich habe noch im Discord mit einem, ich weiß nicht mehr der Name, was Trini Tox oder Trini irgendwas geredet. Und er hat gesagt, das ist an für sich eigentlich ein Schnäppchen. Ich habe auch nicht gehandelt bei demjenigen, weil der Preis ist eigentlich gut. Und ich gehe jetzt natürlich im Mediamarkt und hole mir natürlich 1-2 Spiele. Und ja, ich werde euch eventuell in meinem nächsten Flohmarkt-Video oder so das reinschneiden, wo ich mit der Frau geredet habe, wegen der Switch eben und so weiter, weil sie hatte zu mir gesagt, eine Switch für 200 und dann sagt sie noch plus 3 Spiele, 370 dann auf einmal. Dann hätte ich so, hä? Alle 3 Spiele kosten ja je 25, hat sie irgendwie gesagt, 25, 30 und dann hat sie gesagt 370. Wahrscheinlich hat sie 270 gemeint. Da war noch Crash, dann Mario Odyssey und dieses Mario U, das neue da halt für die Switch. Keine Ahnung. Ja, das war das halt. Also bis gleich. Ja, ich hab gedacht, er tut sich was Gutes, aber es war dann doch. Boah, das war teuer. Ja. 364 Euro. Ja. Wie gesagt, Wahnsinn. Er hat jetzt alles auf Null gemacht heute. Also ist noch einiges gepackt. Kann man die mal anmachen? Er hat sie voll geladen. Probier's mal, ob's. Spiele habt ihr keine zu verkaufen? Nee. Gar keine. Das eine ist da drauf. Eins ist da drauf. Wie macht man den an? Oh, da fragst du mich was. Genau. Ja. Ja, kein Problem. Batterie ist noch leer. Ja, muss echt laden, weil die war jetzt der Schluck standen und haben wir es auch probiert. Er hat gesagt, nee, verkaufen nicht. Ja. Aber ich weiß eben nicht, er hat es mit seinem Account gemacht und jetzt keine Ahnung, ich kenne mich da jetzt nicht aus. Und wo macht man da die Spiegel rein? Das ist, ich glaube, hier, das macht man hier. Irgendwo rein. Kann man da was aufmachen. Und, ah, ja. Da kommt gerade genau. Spiel rein. Genau. Okay, dann zahle ich mal. Ich weiß zwar nicht, wie das funktioniert mit der Switch aber bis jetzt, aber. Ja, ich habe fast nie benutzt. Der ist ja so gut wie neu. Wie gesagt. Kriegt der Papa? Die Mama. doch, Mama auch Chef. Da steht die Garantie noch. Vom Februar, gell, war das? Ja, genau. 4. Februar. Genau. Alles klar. Ich probiere es einfach. Das ist meine erste Switch. Ich wollte immer eine kaufen, aber ich fand den Preis einfach immer teuer, obwohl ich auch arbeite. Aber ja, trotzdem fand ich teuer. Ach, damals. Stimmt. Bestimmt. Er hat es aus Gag und irgendwie hat er gesagt, Mama, ich habe ein paar Mal gespielt, aber es glaube doch nicht so. Ich habe gar keine Zeit. Ich habe, bevor das da nur noch rumliegt, dann
Ratschläge oder so. Gibt es hier Probleme oder so, wenn ich immer noch mehr. Also, ja, kein Problem. Das passt schon, da glaube ich schon. Ja, sowieso, ich schwitze rein. Und super, dass Sie das für mich jetzt aufgenommen haben, bis mein Runde war. Ja, richtig. Sie wissen nicht, wie viel. Ich habe jetzt schon gar nichts mehr antwortet, weil das war ja. Jeder schreibt, kann ich sie haben, müssen noch zu haben, müssen sie. Jetzt schreibe ich verkauft, dann werde ich holen. Ja, super. Gott sei Dank haben Sie noch die Verpackung, das ist für mich das Wichtigste, aber ich sammle. Sonst wäre es schon schlecht gewesen. Ja, früher haben wir sie immer weg, dann habe ich immer zu den Kindern gesagt, nehmen. So Leute, ich habe jetzt meine Switch gekauft, ich habe sie für 200 Euro gekriegt. Hier ist der Beleg, ich weiß nicht wieso der so lang ist. 364 Euro hat die Switch gekostet im Februar, die hat noch 19 Monate Restgarantie. Was ich noch fragen muss euch, bevor ich euch die Switch zeige, das war auch dabei, da kann man die Bitcoins reinmachen. Das heißt, damit kann ich dann so zocken. Ist das eventuell dafür ein Controller? Ja, es ist keine andere Edition als die Diablo Eternal Collections Edition. Also richtig geil, schon allein die OVP, die kommt im saugeilen Zustand. Und ja, was ich halt richtig geil finde, vom Blizzard ist das dabei. Das gehört halt dazu, da gehört nachher die Switch rein. Und was natürlich hammergeil ist, die Docking Station, zieht euch mal dieses, ich weiß nicht, ob man es Artwork nennt. Also richtig geil. Hier schließt man dann die Sachen an, das muss ich nachher noch alles zu Hause gucken. Und hier ist die Switch. Ich bin jetzt gerade wirklich zu faul, zu Hause ein Video zu machen, weil ich bin so kaputt nach der Arbeit. Jetzt habe ich das schnell abgeholt. Und zieht euch mal das Motiv rein. Richtig geil. Das Ding ist fast neu. Und jetzt überrasche ich euch, was hier drin ist. Super Mario Maker 2. Yagami, I'm coming. Richtig geil. Ja, ich habe mir gerade für die Switch noch zusätzlich Super Mario Maker 2 geholt. Wie ihr sehen könnt, jetzt gibt es ja noch neue Sachen, neben dem 3D World, Mario 1, dann halt Super Mario World und Super Mario World 3. Super Mario Bros. 3, sorry. Und dann gibt es jetzt noch 3D World und da gibt es extrem harte Levels. Ich muss leider das noch alles erlernen. Aber jetzt drücken wir mal hier auf Start. Also wie ihr hier sehen könnt, er kann schon springen. Dass ihr seht, dass ich das auch bin, gell? Also, ich muss noch gucken, diese Funktionen. Bauen, spielen. Ja, ich denke mal, das werde ich euch dann mal zeigen. Noch nicht jetzt. Aber ihr wisst, sie geht die Switch. Richtig Bombe, dieser Preis. Richtig, richtig geil. Und Leute, wir sehen uns dann am Wochenende beim Flohmarkt und ich gönne mir jetzt erstmal Switch. Bis dann, euer Gamefuchs.